Yo Friends, what's poppin'? Herzlich willkommen zu einem neuen Video, Freunde. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Leider hat meine Kamera noch kein neues Mikrofon, das kommt morgen wahrscheinlich an, aber das wird mich heute nicht abhalten, den Tag zu einem sehr guten Tag zu machen. Und zwar zuallererst müssen wir die Wohnung aufräumen. Das ist ein sehr trauriger Part, aber der muss leider auch gemacht werden. Also, ja, let's go. Die Küche ist aufgeräumt, um den Rest muss ich mich später kümmern. Wir haben jetzt 12.24 Uhr, wenn man das hier sehen kann. Und ich treffe mich jetzt mit einem alten Kollegen, den kennt ihr auch von alten Videos hier, und zwar Benno, hier mal ganz kurz eingeblendet. Jetzt gehen wir trainieren. Was trainieren wir heute? Oberkörper 1. Oberkörper 1, er weiß Bescheid, man, er kennt sich aus. Ein lustiges. So, zu dem gehe ich jetzt. Wir unterhalten uns so eine Dreiviertelstunde ungefähr. Und da muss ich ja nach Hause, denn ich muss noch weiter aufräumen, denn die große Überraschung, die kommt erst später, um 15 Uhr, um genauer zu sein. Also, let's go! Guck das hier an, Alter. Krise. 20.12. Ja. Crazy. Könnt oder ich glaube eher nicht. Ich habe ein bisschen die Wohnung aufgeräumt, so oberflächlich, zumindest eine halbe Stunde. Jetzt gehe ich Jennifer treffen, und zwar hat Jennifer mich letzte Woche den Vorschlag gemacht, dass wir zusammen zu Royal Donuts gehen. Das ist hier Wilmersdorfer Straße in Berlin. Ein sehr bekannter Laden dafür, ich glaube sogar der bekannteste. Auf jeden Fall geht es jetzt darum, das Ganze zu testen. Ich nehme euch mit, aber mit der anderen Kamera, mit der GoPro, weil ich glaube, es regnet gleich draußen. Deswegen, Friends, ja, ich bin sehr gespannt. Ich habe auch nichts gegessen heute und deswegen. Let's go. Diese Kamera ist schon fresh, oder? Also, wenn ich mich so angucke in der Kamera, denke ich mir schon so. Ja. Noch halt regnet. Böse, ja. Was ist das hier? Ach so. Ähnlich wie der andere, ja. Mit Himbeere und. Verdammt anders. Was ist das hier? Was haben wir, Basilikum noch drauf? Guck dir das an. Haben wir einen Donut, okay? So ein Croissant. So ein Croissant-Donut. Mit einer Himbeere und Basilikum. Die Kombi ist auf jeden Fall fragwürdig. Aber ich probier's mal. Ich kann es gar nicht definieren. Boah, ekelhaft, diese Himbeere. Die Himbeere ist so ekelhaft, die ist nicht.